An dieser Stelle geht es um die Orion 3 und die Orion 3 SD. Wir nennen die Kameras Allrounder. Warum tun wir das? Weil im Verlaufe der Zeit immer mehr optional verfügbare Funktionen hinzugekommen sind. Um die Inspektion auch in weit verzweigten Rohrleitungsnetzen zu ermöglichen, ist die Orion 3 mit der Führungseinheit Kieler Stäbchen erhältlich. Aber was ist denn nun das Neue an der Orion 3? Sie ist inzwischen in einer Full-HD-Auflösung verfügbar und so kompatibel mit einer Full-HD-Inspektionsanlage von IBAG. Die Orion 3 lässt sich am Fahrwagen betreiben für die Hauptkanalinspektion oder auch an der Satellitenanlage für die Lateralinspektion. Aber nicht nur das. Auch als Orion 3 ist sie kompatibel mit konventionellen Anlagen wie der MiniLight 2 und liefert dort ein SD-Bild. Wo keine Full-HD-Auflösung benötigt wird, ist die Orion 3 SD die richtige Wahl. Die leistungsstarke Power-LED-Beleuchtung macht Zusatzscheinwerfer auch in größeren Nennweiten überflüssig. Die patentierte Beleuchtungsregelung und der Autofokus machen die Orion 3 zu einem einfach zu bedienenden und vielfältig einsetzbaren Allrounder. Auch bekannte Funktionen wie ein stets aufrechtes Bild dank Upright Picture Control oder der integrierte Laser zur Vermessung sind bei Orion 3 enthalten. Somit ist klar, dass bei einer neuen Inspektionsanlage von IBAG auf eine Orion 3 nicht verzichtet werden sollte. We'll be right back.